Vom Spawn ist eine relativ große Wall City. Ich habe sie etwas entschärft, aber es ruckelt tierisch. Segeln kann man da nicht wirklich. Deswegen ein kleiner Bogen nach Norden. Auf der Karte bin ich nicht genau. Auf der Karte ein kleines Update. Dann passt das besser zusammen. Auf der Karte war ich auch kurz zu sehen. Und auf der Karte... keine Ahnung. Ich habe mein Kartenlimit erreicht und das heißt, ich baue bald... Oh, auf der Karte ganz viel gesehen. Na, welche Karte ist denn jetzt die, wo mein Spawn sichtbar ist? Da. Okay, da ist der spannende Entensee. So nenne ich ihn. Weiter östlich von mir. Ich muss jetzt auf Haie aufpassen. Und da ist ein nacktes Schaf im Wasser. Moment, nein, das ist der Pseudosumpf. Ich muss noch weiter nach Norden. Dann ist, dann bin ich verwirrt. Dann ist das vielleicht doch der Quarantil. Ah, Mann, ich hasse es, wenn ich Orte nicht wiedererkenne. Halb so wild, aber dann ist das viel einfacher. Natürlich, ich muss noch weiter nach Norden und kann dann bei der Gelegenheit gleich hier das Ganze nochmal kartografieren. Dieser Karte. Moment, das ist Karte 0. Das fällt mir gerade jetzt auf. Karte 0! Ich habe mehrere Karten, die meinen Spawn in der Mitte zeigen, deswegen ist die Karte 0 nicht ganz so was Besonderes, aber Karte 0 ist halt die Karte, die man jederzeit erstellen kann mit diversen Tricks. Weil es die erste Karte ist, die erstellt wird. Okay. Ah, Segeln ermüdet. So. Ich habe meine kleine Lolli-Segelschiffchen noch nicht gefunden. Der Karte bin ich nicht drauf, zu weit im Osten für diese Karte. Zu weit im Osten, zu weit im Osten. Okay. Interessant. Schön nicht gerade, aber interessant. Ich sollte nicht so viel in den Karten umblättern, dann werde ich wieder vom Hai gefressen und verliere die Karten. Alles schon mal da gewesen. So, jetzt bin ich nicht mehr auf irgendwelchen Karten zu sehen, aber ich weiß genau, wo ich bin. Hier war ich schon oft genug. Hier muss gleich eine Millionärsiedlung auftauchen. Lad doch mal die Chunks. Da war... ja, da ist sie. Moment. Das ist noch zu sehr am Rand. Es geht noch schneller, wenn ich hier rumfahre. Diese Siedlung hat eine schöne Bucht. Die habe ich schon ganz auf Sand gebuddelt. Yay! Und sie wartet schon auf mich, ist sie nicht nett. Wolle ist mir jetzt viel zu viel wert, davon kriegst du gar nichts. Dann baue ich die Hochgeschwindigkeitszüge nur in der Nähe der Millionärsiedlungen. Die sind sowieso ruckelig, egal wie langsam ich da durchlaufe. So wie hier. Und ich habe gerade 6 Eisen. Ich könnte theoretisch hier ein Minecart bauen. Und mal ein bisschen meine Infrastruktur auch ausnutzen, die ich gebaut habe. Wobei... das bringt gerade sehr wenig. Ich habe kein Cobblestone für einen Ofen. Ach, scheiße. Ich habe wieder zu hastig gehandelt. So, weiter geht's. Muss was essen und das Minecart lage ich einfach da in meiner nächsten Basis ab. Dass ich wieder rennen kann. Rennen. 8 Blöcke pro Sekunde sind relativ viel für diese Gegend hier. Hier gibt es wieder 3 Millionärsiedlungen. Schwein aus dem Weg, Schwein aus dem Weg, Schwein aus dem Weg. Oh, okay. Hier ist eine Weiche, hier ist eine sehr angenehme Übernachtungsmöglichkeit. Und dann kommt hier Zeug rein. Hm. 17 davon, 17 davon.
Workshop habe ich nicht ganz so viel, deswegen nehme ich das mit. Einfach mal austauschen. Hebel, Holz, weg mit dem Holz. Sandstein sammle ich mal kurz etwas. Und Fackeln. Stecke ich auf 64 hoch. Blümchen brauche ich ja wieder mal. Und graue Wolle bleibt ruhig hier. Wobei, ja, andere Wollfarben sind hier wieder viel wert. Und Schießpulver kann ich mitnehmen. Und das kann ich mitnehmen. Kohle? Holzkohle? Egal. Kommt mit. Uch, so. Hier habe ich einen unterirdischen angebaut. Über mir ist bald ein Pfad, der die Millennia-Siedlungen drei Stück quer miteinander verbindet. Und hier ist der Ausgang direkt vor der Burg. Ach, heroische Musik zu altbekannten Regionen. Wenn das Ganze mit Schienen verbunden wird, wird das richtig angenehm, durch die Gegend zu fahren. Ach, ich habe doch nichts für dich. Ein Eisen ist mir zu viel wert. Warum gehe ich hier hoch? Warum gehe ich überhaupt hier hoch? Ich suche im Grunde nur die Gegend nach Tieren ab und mach mal eine neue Episode.